Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge King of Retail auf meinem Kanal. Die zweite Folge in 2024. Und ich denke mal, ja, wir schauen einfach mal, was wir machen. Wir haben in der letzten Folge festgestellt, am ersten Laden, Lager, es wird verdammt knapp. Wir müssen da mal ein bisschen gucken, dass wir da ein bisschen mehr Platz bekommen. Und habe ich auch schon eine Idee, wir werden hier um jeweils eine Parzelle erweitern. Das heißt, wir bekommen da nochmal eben 5 Hochregallager hin. Das sind bei 180 sind 900 Artikel, die wir zusätzlich nochmal lagern können. Das sollte erstmal unser Platzproblem ja, zu lösen sein. Ich hoffe es. Der ganze Spaß kostet uns natürlich 2015 Euro, aber gut, so ist es halt. Wir haben heute geschlossen, da sehr viele Mitarbeiter sich auch krank gemeldet haben. Deswegen gehen wir auch direkt jetzt erstmal wieder hinein im nächsten Tag und schauen dort, was wir verkaufen können. So, wir haben Minus gemacht, es ist klar, weil wir so viel am Verkaufen, am Kaufen sind. Die ganzen Schuhe und. Ist natürlich nicht gerade wenig. Wir gehen ins Lager und bauen hier direkt die Regale hin. Das heißt, auch diesen Tag werden wir ordentlich Minus fahren. Ich hoffe natürlich, dass wir uns damit nicht ins eigene Fleisch schneiden. Gut, werden wir sehen. Ich hoffe natürlich, dass es alles seine Richtigkeit hat. So, und dann haben wir noch ein Regal jetzt. Na, wer war das denn jetzt? Weil es ist doch eigentlich kein Mitarbeiter da. Gelieferter Artikel. Ah ja. Gut. Aber meine Freunde, ich würde sagen, ich packe aus, ich setze euch so lange auf Pause, bis ich ausgepackt habe und dann fangen wir gleich an mit dem Laden einrichten. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, ich habe ausgepackt, ich bin wieder da. Und ja, jetzt schauen wir hier mal, was wir hier jetzt noch machen. Und zwar stellen wir jetzt natürlich alle Schuhe, die wir noch nicht haben, erstmal hier in Regale rein, räumen in Ruhe den Laden hier ein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist jetzt natürlich hier ein bisschen verwirrend, weil wir müssen natürlich darauf achten, welche Schuhe haben wir schon im Regal und welche noch nicht. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt gleich zeigen und dann werden wir dort auch vernünftig noch was hinbekommen. Wir gucken jetzt gleich mal kurz nach, ob wir noch eine Lieferung bekommen. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass einige Sachen doch noch zu wenig sind. Ne, ist nichts mehr da. Okay. Dann können wir hier auch ganz behutsam weiter die Schuhe einsortieren. Da haben wir 5 von einem Regal. Hier haben wir noch gar keine von einem Regal. Da 5. Hier auch noch nicht. Da haben wir welche drin, da haben wir welche drin. Und da haben wir welche drin. So, das heißt, uns fehlt jetzt ein paar Damas. Die haben wir noch nicht drin. Zack, kommen sie rein. Ist auch in Ordnung. Dann haben wir sie jetzt auch mit drin. Das gleiche machen wir dann jetzt gleich mit den nächsten, mit den Sneakers, glaube ich. Welche Kategorie ist als nächstes? Die Sneakers, genau, die haben wir drin, die haben wir drin. Da haben wir noch keine von drin, da haben wir noch keine von drin. Da haben wir noch keine von dem Regal, da auch, haben wir schon, haben wir noch nicht. So, dann haben wir bis zu den schwarzen jetzt auch alle drin. Na komm, zack, 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 zack hier. Genau, ab zum nächsten Regal. Ich habe mir gedacht, ich räume heute mal zusammen mit euch die Schuhe ein. Beziehungsweise,
Ja, gucken wir mal zusammen, was wir hier heute noch reißen können. So, ich muss da durch, dann dürft ihr auch damit durch und mir zusehen, wie ich die letzten Regale hier einräume. Ist bestimmt auch mal wieder was anderes als wie sonst. Aber gut, im größten Teil habe ich es ja eigentlich immer versucht zu vermeiden. Aber heute hatte ich mal Lust dazu, euch dort einfach mal mitzunehmen. So, die letzte Kategorie, die wir noch haben. Welche haben wir da? Das ist Sport. Genau, da haben wir nämlich noch gar nichts. Da können wir dann jetzt einfach ganz normal mit anfangen und auch die einfach, ne, runterzählen. Dann geht es dort auch wieder weiter. So, dann haben wir hier den nächsten. Zack, zack und Sport. Die haben wir drin. Dann fangen wir bei denen hier an. Ich bin gespannt, wie die Schuhe ankommen. Wir werden es so ein, zwei Tage mal hier im Laden verbringen und mit kontrollieren und auch überprüfen. Bin gespannt. Ich kann es euch echt nicht versprechen, ob es wirklich so funktioniert, wie ich es mir gerade so vorstelle. Aber okay, learning by doing. Nee, da werden wir alle schon mit zurechtkommen. Ja, was hatte ich jetzt noch gerade offscreen gemacht? Ich habe, wie gesagt, die ganzen Kartons leergeräumt, beide Liefereinheiten leergeräumt, habe dann alle anderen Regale hier einmal aufgefüllt, wo wir Ware haben. Ah, hier hinter der Kasse, die habe ich gerade vergessen, die machen wir aber jetzt noch eben ganz kurz, dass wir die hier auch voll haben, aber die sind eigentlich voll, da fehlt nichts. Ne, da fehlt gar nichts. Ja, dann könnten wir eigentlich sagen, okay, war ein schöner Tag, haben wir irgendwas in der Mindestbestellung? Null hinzufügen, brauchen wir nichts bestellen, dann würde ich sagen, ab ins Büro. So, wie schaut es jetzt hier aus? Wir haben noch bestimmt wieder, oh, wir haben schon wieder eine E-Mail bekommen. Oh, okay, ein Touristen. Attraktionen nehmen wir doch gerne mit. Aber das Wichtigste ist, wir müssen jetzt auch Werbung schalten. Da schalten wir die mittlere Größe. Gucken wir mal, ob wir die drei Stück hintereinander bekommen. Und genauso machen wir das hier unten auch nochmal. Nö, machen wir jetzt erst T-Shirt. Und dann machen wir die Hosen. Und das Ganze sagen wir wieder für 4 Tage. Kaufen bitte. Dankeschön. War nett mit euch. Ja, ihr seht hier auch nochmal, wir haben hier natürlich noch, ja, ungefähr nochmal die gleiche Fläche, die wir erweitern könnten. Ich möchte natürlich das hier ganz gerne als Ladendurchgang halten. Genau wie hier hinten auch die. Also eine Reihe würde ich nochmal dran setzen am Lager. Aber den Rest würde ich als Durchgang lassen für den Laden, wo wir dann hier auch wieder zurücklaufen können oder die Kunden wieder zurücklaufen können zum Laden rein, dass wir hinten nicht so eine Sackgasse haben. Müssen wir mal gucken, wie es funktioniert, wie es läuft. Abwarten. Wir schauen uns jetzt erstmal an, hier gleich auch mit den Schuhen. Was für mich jetzt gerade wichtig ist, ist Kasse. Wir brauchen mal hier Filter wählen, Kasse. Kasse haben wir von morgens an besetzt. Wir haben 5 Leute drinnen. Sehr schön. Filter entfernen, Filter setzen. Wir haben alle zugeordnet. Das ist so, wie es sein soll. Gut, dann starten wir in den nächsten Tag. Haben hier natürlich nichts verkauft, ganz logisch, aber dafür haben wir hier Geld gemacht. Haben 14.000 im Minus. Ja, ist halt so. Können wir leider gerade nicht dran ändern.
weil wir hier natürlich auch noch gekauft und Werbung geschaltet haben. So ist es halt. So können wir leider nichts ändern. Ich möchte ganz gerne, wenn der Laden öffnet, dass wir hier stehen, dass wir so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Schuhe im Augenschein haben, dass wir reagieren können, dass wenn welche leer gekauft sind, wir dann dort auch sofort reagieren können. Hier haben wir nichts drin, sehr schön. Dass wir dann auch den Lagerbestand dann halt nochmal hochsetzen können. Im Mindestlager. Ah, da geht schon los mit der Schuhe, genau wie da hinten auch. Wir beobachten das Ganze hier mal so ein bisschen. Wir wollen gucken, welche Schuhe hier ziemlich zügig verkauft werden. Aber ich glaube, da ist gerade nicht gerade irgendwo ein spezieller Typ. Können wir hier vorne gucken? Nee, auch hier nicht. Also hier ist alles so in Ordnung. So, die erste Kasse ist natürlich auch schon wieder gut besucht. Müssen wir mal so ein bisschen darauf achten, ob wir eine zweite Kasse gleich aufmachen müssen. Aber Personal kommt ja gleich. Dann sollte eigentlich, da haben wir die zweite Kasse, dritte Kasse, genau, vierte Kasse, also alles gut. Das läuft schon, das ist ganz in Ordnung. So, also wir haben bis jetzt hier noch nicht, ja, obwohl die gelben, die könnten so langsam da hinten zur Neige gehen. Da gehen wir auch nochmal gucken. Och Mann, stehen wir noch nicht im Weg. So. Nee, da hatten wir noch genug von. Aber die laufen hier eigentlich. Ah, da haben wir keine mehr von. Okay. Also Mindestlager auf 15. Das sollte dann erstmal wieder passen. Wir gucken mal kurz hier hin. Können auch nochmal hier reingucken. Aber da ist auch noch alles von da. Ja, jetzt wird es heute hier ein bisschen einräumen und ein bisschen hier unterstützen, ein bisschen gucken, welche Schuhe wir noch brauchen, weil leere Regale ist nie gut fürs Unternehmen. Da haben wir auch schon wieder Notstand. Dann gehen wir da auch auf 15 Stück hoch. Ich glaube, da hinten hätten wir auch Notstand. Oh ja, da haben wir Notstand. Und zwar bei beiden hier. Dann gehen wir da auch auf 15 hoch. Und welche waren das noch? Nein. Welche waren das denn hier noch? Oh, drei Paar jetzt. Ist in Ordnung. Machen wir dann ja auch noch fertig. Zack. Und dies Paar hier noch. Haben wir auch drin. Sehr schön. Wie schaut es hier aus? Da ist noch ganz in Ordnung. Da können wir auch noch mal kurz reingucken. Welche Schuhe? Oh, hier die Flipflops. Das war mir aber von vornherein irgendwo klar, dass die mit drin sind. Dass die ziemlich schnell vergriffen werden. So, gucken wir auch nochmal rein. Da sind auch welche, die wir dringend brauchen. Die sind aber noch. Dann gucken wir mal auf die hier.
Ja, die brauchen wir auch definitiv 15 Stück. So, wie schaut's hier aus? Ach, da haben wir noch genug. Können wir das letzte Regal hier noch überprüfen? Ah, da haben wir natürlich nichts mehr von. Da haben wir 15 Stück von. Machen wir mal so. Da haben wir nur 10 Stück von. Bestellen wir auch nach. Da haben wir schon 15 Stück von. Kriegen wir die hier unten so gegriffen? Nein. Hier sind keine mehr da. Welche sind das denn dann jetzt? 4. Da haben wir keine mehr von. Da bestellen wir mal 20 Stück von nach. So, und da haben wir jetzt hier natürlich auch das erste Regal, was leer ist. Kassen sind alle auf. Oder? 1, 2. Alle Kassen sind auf. Ich kann keine weitere mehr stellen, Leute. Tut mir leid. Es tut mir leid. Das geht nicht. Wir räumen hier auch nochmal selber ein bisschen mit ein. Ja, 17 Uhr haben wir. Ja, wir könnten eigentlich... Kommt, wir bestellen nach. Hinzufügen. Bitte liefern. Anders geht es nicht. Wir brauchen die Ware. Dann helfen wir selber mit dem Auspacken. Weil da brauchen wir brauchen die Ware. So. Spulen wir eben ein bisschen. Ich hoffe, dass diese zum 18 Uhr rum da ist. Dass wir hier noch ein bisschen was auf die Kette bekommen. Na? Da kommt der Paketbote. Und dann packen wir hier die 420 selber mit aus. Und da würde ich sagen, wir sehen uns gleich, wenn ich fertig ausgepackt habe, wieder. So, meine Freunde, wir sind zum Feierabend hin. Wir sind hier noch am Auspacken. Haben jetzt natürlich nicht allzu viele Pakete mehr ausgepackt bekommen. Aber gut, so ist es halt. Wir schauen einfach, was noch kommt. Können eigentlich auch hier jetzt mal eben noch die Ware bestellen. Mindestlager nochmal 133 Artikel nachbestellen. Auch in Ordnung. Wir packen dann noch die ein, zwei Pakete hier aus, die wir noch schaffen. Ja, 10 haben wir wenigstens noch geschafft. Und dann gehen wir ins Büro. Ja, wir haben gut Umsatz gefahren, finde ich. 22.000 an Umsatz. Ist natürlich nicht gerade wenig. So, 2 E-Mails, eine Krankmeldung, eine Kündigung. Eine Kündigung von Janina Bach. Ja, dann bitte geh und du fühlst dich heute krank. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Das habe ich mir schon fast gedacht. War das jetzt unser Tagesmanager oder? Nee, da ist sie ja hier, ne? Wir gucken mal kurz hier drüben. Wer ist denn jetzt hier Tagesmanager? Hallo. Wo können wir das denn jetzt sehen? Müsste sie doch hier sein. Ja, sie ist Tagesmanager. Sehr gut. Wir haben eine Krankmeldung. Wo haben wir die Krankmeldung? Auf Begrüßer. Gut, den brauchen wir nicht ersetzen. Du hast aber hier auch rot. Warum hast du hier rot? Lohn. Ja, der hat ziemlich geringen Lohn. Lohn vorschlagen. Vielleicht geht es ihm dann jetzt mal ein bisschen besser. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen Personal. Nee, würde ich jetzt erstmal nicht mehr sagen. Ich würde sagen, wir starten noch einen Tag durch und dann haben wir das dann auch wieder gut geschafft. Und hier haben wir natürlich wieder 5 neue Konzernpunkte drin. Und wir haben auch wieder einen Plus gemacht von 7.000. Und was mich sehr freut,
dass wir da definitiv auch im Plus sitzen. So, wie viel Ach, wir haben ja noch Artikel, die wir auspacken können. Genau. Haben aber noch einige Artikel geschafft gehabt, bevor der Tag zu Ende war. Aber ich würde sagen, da machen wir jetzt auch erstmal weiter. Und schauen mal nach. Also Kasse, haben wir da jetzt gleich jemanden für die Kasse? Ja, haben wir. Okay, gut. Eine Person räumt ein, zwei sind im Marketing. Das haut ganz gut hin. Raphael ist krank. Ja, Der Ralf ist krank. Der Raphael kommt zur Arbeit. Wie gesagt, hier Jasmin, da müssen wir auch mal gucken, was wir hier machen, weil hier ist alles langsam in der Hose. Wir werden mal gucken, wie wir die Personalplanung nächste Woche mal ein bisschen anders planen. Da müssen wir halt mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Tag jetzt gleich auch. So, wir haben hier noch einen Puffer von 800 Artikel. Das ist natürlich auch ganz gut. Ich würde sagen, wir packen hier mal ein bisschen mit an beim Einräumen der Regale. Weil ist doch ein bisschen viel für die vier Mitarbeiter nur. Da müssen wir halt mal schauen. Aber wir können doch eigentlich auch... Wir könnten direkt die Ware nachbestellen, dass wir Ware da haben. Dann könnten wir nämlich den ganzen Tag selber mit auspacken. Aber jetzt ganz ehrlich, das bringt jetzt auch nichts dafür, das Geld auszugeben, wenn der jetzt gleich schon kommt. Weil um 12 Uhr ist ja Lieferung. Und dann sollte es eigentlich auch in Ordnung sein. Oh, wir können jetzt langsam ins Lager gehen, weil wir packen dann selber wieder mit aus. So, Lieferung ist da, sehr schön. Na komm, viele Artikel kannst du nicht liefern. Na? Will aber nicht kommen. Da haben wir einen. Ja, komm, stell ab. Danke. 133 Artikel, die wir vom Vortag noch nachbestellt haben. Die wir dann zusätzlich auch nochmal verkauft hatten. Die packen wir jetzt schnell aus. Da gehen auch schon wieder die Diebstahlsicherungen los. Mein Gott, haben wir hier Personal, ey. Mann. Da müssen wir ein bisschen was an der Personalplanung mal machen. Da ist noch jemand auf dem Weg zur Arbeit. Ja, nochmal zum Packen. Auch sehr in Ordnung. Dann haben wir das natürlich auch sehr gut. So, und da haben wir auch unsere Klamotten alle ausgepackt. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier schon wieder Artikel nachbestellen müssen. Wie viele Artikel hier schon wieder sind. Dann müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen, 245, zu dem Thema Diebstahl. So, dann lassen wir nochmal die Artikel jetzt liefern, dass wir ja genügend Artikel noch haben. Da haben wir sie. Und dann können wir die auch nochmal auspacken. Ist natürlich eine riesen Erleichterung. So, Kasse 1, 2, 3, 4 Kassen haben wir belegt. Sehr gut. Und auch unsere Online-Werbung ist natürlich auch in guter Dinge. Da sind sie auch schon ganz gut wieder am Räumen, am Machen und am Tun. So. Haben wir jetzt natürlich viele Artikel, die wir wieder ausräumen müssen, aber so ist es halt. Was sollen wir machen? Wir brauchen sie. Ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal in einen Laden die ersten 1000 Artikel am Tag verkaufen.
dann wird es natürlich kriminell mit Nachbestellen. Aber okay, so ist es halt. Was sollen wir da tun? Weil Lager ist definitiv zu klein. Wir können keine 20.000 Artikel, 10.000, 15.000 Artikel auf Lager halten. Das geht überhaupt nicht. So, es scheint so, als ob wir ganz gut durchkommen. Also, wir haben schon mal 245 Artikel nachbestellt. Das erste Mal. Und ich bin mal gespannt, wie viel Artikel wir jetzt gleich zum Ladenschluss nachbestellen. So, sobald wir dann jetzt 30 haben, 20.30 Uhr, können wir die Artikel nachbestellen. Und dann nochmal 282 Artikel. Ich bin gespannt, wenn wir jetzt ins Büro gehen, wie viel Umsatz wir gefahren haben. Und wir sehen 19.000. Der Umsatz lässt langsam nach. Wir haben verkauft 607 Artikel. Wir steigern unsere Erfolgsquote. Als wir das erste Mal geguckt hatten, waren wir bei 80%. Jetzt sind wir wieder bei 87%. So, und wer hat da jetzt wieder einen Krankenschein? Oh, 4 Stück. Oh, da kündigt doch jemand. Dann bitte, dann fühlt sich jemand krank. Ist auch in Ordnung. Du fühlst dich krank. Du möchtest eine Gehaltserhöhung. Da kümmern wir uns dann jetzt gleich drum. Und zwar der Matthias Eberle. Der Eberle. Der möchte eine Gehaltserhöhung. Der Eberle, wo haben wir ihn denn? Da haben wir ihn nicht bei. Da haben wir ihn bei. Er möchte eine Gehaltsverhandlung. Was strebt ihr denn an? Gibt's dir? Wir sind uns fast einig. Ja, aber ich kann dir nicht so viel. So, weil ihr kommt immer mehr an, immer mehr an. Ihr wollt immer mehr haben. Das geht so nicht. So, hat Kasse gekündigt? Nein, Kasse sind 5 Leute da. Genau, 4 Kassen sind durchgehend besetzt. Und wir haben schon wieder 1657,96 € am Konzern überwiesen. Das heißt, wir fahren da eigentlich im Moment ganz gut. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder bei King of Retail mit einschaltet. Unterstützt das RP-Projekt auf meinem Kanal, was am Dienstag, Donnerstag, Samstags und Sonntags kommt. Die Jungs freuen sich über jeden Daumen nach oben, über jeden Besucher, über jeden Aufruf von dem Video. Klar, ich freue mich da auch riesig drüber und würde mich freuen, wenn ihr auch dieses Projekt weiterhin so gut unterstützt. Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, danke und tschüss.